bin seit Jahren unterwegs, in der Musikbranche im Allgemeinen, nicht nur in der Country-Musik, aber mit der Country-Musik bin ich groß geworden. Das ist meine Musik, die ich mag. Und habe mich lange zurückgehalten, in Europa in der Country-Musik tätig zu werden, weil es einfach falsches Bild von Country hier gab. Und man wird älter und dann denkt man irgendwann, man muss das sich nicht alles gefallen lassen, man kann es auch mal neu machen. Und dann habe ich gesagt, mein Know-how, was ich aus der Musikbranche kenne, das nehme ich jetzt einfach mal und versuche mal mein Glück auch in der Country-Musik. Und so bin ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren im Management von Schuliner Kahl. Und bin in der Country-Musik in Europa angekommen. Wir machen einiges neu, aber auch recht erfolgreich. Also für die kurze Zusammenarbeit, die wir haben, haben wir einiges verändert und für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich denke, ich kann so ein ganz kleines bisschen das Rad mit antreiben, um die wahre Country-Musik in Europa ein bisschen anzuschieben. Ja, ich denke, Country-Musik ist ja schon immer Entwicklung gewesen und das muss man einfach sehen. Country-Musik kommt aus der Musik der Einwanderer in den Staaten, irische Einflüsse, italienische Einflüsse und die Musik hat sich entwickelt, wird sich immer entwickeln. Es gibt immer so ein Keep-It-True-Geschichte, dass die Leute sagen, man darf nichts Neues machen, was ja eigentlich Quatsch ist. Die, die heute diese True-Musik machen, Waylon Jennings zum Beispiel, der kommt in den frühen 70er Jahren nach Nashville, nimmt sein erstes Album auf, keiner will ihn spielen, weil er ja angeblich keine Country-Musik macht und verkauft die erste Million. Und jetzt ist seine Musik ist heute die Traditionals. Und wenn ich jetzt gucke, sein Sohn Shooter Jennings zum Beispiel macht Musik, die einen modernen Einfluss hat, aber trotzdem den Wurzeln treu bleibt. Und ich glaube, das ist die Entwicklung. Es kommen ganz viele Sachen von außen auf die Musik, die auf die Country-Musik-Szene einwirken, aber auch ganz viele Sachen, die aus der Szene heraus nach außen gehen. Wenn ich mir überlege, Kid Rock zum Beispiel, nicht mehr wegzudenken in der Country-Szene. Steve Tyler hat ganz frisch unterschrieben, ein Album zu machen mit Big Machine Label in Nashville, ein reines Country-Album. Motley Crue, eine Heavy-Metal-Band aus den 90er Jahren, ist jetzt von Nashville Outlaws, heißt das Album, letztes Jahr aufgenommen worden, wo Nashville-Stars Hardrock in der Country-Version spielen. Also das befruchtet sich und ich glaube, das ist so ein Potenzial, was man nutzen muss. Die Leute sind verrückt auf diese Art der Musik, weil das Lebensgefühl Amerikas da auch drin steckt und es ist nicht mehr diese Dirt Roads und LKWs und Mädchen mit abgeschnittenen Jeanshosen und Cowboystiefeln, sondern steckt viel mehr hinter. Wenn man nach Amerika fährt, sieht in den armen Gegenden Häuser, da hängt die Fahne draußen, die Söhne kämpfen im Irak, kommen nicht zurück und trotzdem sind die Leute stolz auf ihr Land. Das ist das, was Country-Musik ausmacht und deshalb ist das Spektrum auch so breit. Ja, aber das hat jede Musik, die über den Teich gekommen ist. Wenn ich mir vorstelle, Bluesmusik in den Anfängen, da haben die Leute große, farbige Menschen in Latzhosen auf der Bühne erwartet. Und wenn dann weißer Blues gespielt hat, ist es nicht angekommen worden. Und ich denke, Kunst im Allgemeinen hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Man muss die Musik oder die Art der Kunst dahinter sehen und nicht gucken, ist da irgendwie ein Staat, wo die Regierung Krieg führt oder sowas, gar nicht. Weil ich denke, runtergebrochen auf die Leute, die die Musik mögen und die sich gegenseitig mögen, wird es nie eine Auseinandersetzung geben. Und das ist es eigentlich. Man muss sich frei machen von den Vorgaben von oben. Also ich höre mir genauso gut russische Musik an, griechische Musik, amerikanische Musik. Und wenn sie mich erwischt, dann ist es eigentlich völlig egal, wo sie herkommt. Ja, also es passiert ja auch viel. Wir haben ja viele, gerade leider nicht in Deutschland. In Deutschland ist geprägt von den Major-Labeln. Wir haben viele gute Country-Musiker, die das auch aufpacken, die auch die Einflüsse haben. Wenn ich mir vorstelle, gerade in Österreich südlicher Niki in den 80er Jahren, die hatte ganz große Country-Einflüsse in der Musik, wurde aber immer so ein bisschen fremdgesteuert. Aber es passiert ja viel. Wenn ich mir Boss Hoss angucke, wenn ich mir Desperados angucke, wenn ich mir die deutschen, die er ja in Österreich auch bekommt, die deutsche Fernsehsendung wie The Voice oder DSDS. Immer mehr Leute kommen mit einer Gitarre und haben diesen Einfluss. Und man merkt, da ist ein Spektrum hinter. Und der wird automatisch europäisch werden. Weil die covern und die nur kopieren, die werden auf Dauer nicht durchhalten und der eigene Stil fließt ein. Und ich arbeite mit meiner Mama Mose schon mit vielen Künstlern zusammen über die Jahre hinweg. Mrs. Greenbird als Beispiel. Das ist ein Duo gewesen, was keiner irgendwo auf dem Schirm hatte. Das erste Album ist durch die Decke gegangen, weil eine Authentizität dahinter stand, hinter den beiden.
Da war viel Pop, aber auch viel Country-Einflüsse mit drin. Keiner hat es gewusst, keiner hat es auch beworben, ist auch gut so. Das zweite Album ist in Nashville aufgenommen worden, in dem RCA Studios. Das kommt hier rüber und plötzlich funktioniert es. Wenn du dem Kind nicht dieses Branding Country gibst, nehmen die Leute das an, sagst du, es ist Country, wollen sie es nicht mehr haben. Und das ist das Kranke. Diese Grenze muss man quasi niederreißen. Und ich denke, es gibt ganz viele, gerade wie gesagt bei euch in Österreich, auch eine tolle Szene, eine faire Szene im Hintergrund, wo nicht sich um Auftrittsplätze gestritten wird oder so, sondern in Wien auf dem Prater Donauinselfest, wo große Namen und kleine Namen gleichberechtigt spielen können. Das ist was passiert. Und ich glaube, diese Sachen werden Einfluss auf die Musik haben. Und wir werden irgendwann vielleicht einen europäischen Zweig der Country-Musik haben. Ob der nun landessprachlich ist oder englischsprachig, völlig dahingestellt lassen. Wir haben andere Arten, Akkorde zu spielen. Wir haben andere Möglichkeiten, die Harmonie einfließen zu lassen, allein durch unsere Stimmfarbe. Da wird sich mit Sicherheit was tun. Absolut wird Country-Musik unterschätzt. Wenn wir die klassischen Zahlen gucken, in Nordamerika, Kanada, Amerika, 70% des kompletten Marktvolumens ist Country-Musik in der ganzen Ausbreitung. Hier trauen sich die Großen noch nicht dran. Die Musikindustrie in Europa schläft immer, ob es nun Download-Geschichten waren oder. Die haben immer ein bisschen hinterhergehinkt, aber es beginnt jetzt was Neues. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Zeit leben, es gibt so viele Musiker, wie wir noch nie hatten, so viele Musikinstrumente, wie wir noch nie hatten und so viele Möglichkeiten, Musik aufzunehmen. Und da kommt so eine Marktmenge an Leuten, die schieben, sodass die Großen reagieren müssen, wobei die auch teilweise gute Arbeit machen. Also nicht, ich will das gar nicht falsch dastehen, die müssen Musik verkaufen und sollen die auch machen, aber es kommt was nach. Und das ist das Schöne. Und ich denke so in vielleicht 5, 6 Jahren wird gar keiner mehr drüber nachdenken, dass Country-Musik unbedingt aus dem Scania rausgeklettert mit Lederstiefeln und einem Plastikhut sein muss, sondern das wird so selbstverständlich sein wie Volksmusik etc. pp. Wenn ich mir den Caballé anschaue, der macht Musik, da fällst du um. Wenn du den mal aus seinem Volksrock'n'Roll mal ein bisschen am Rand hörst, großes Kino, Helene Fischer, alle schimpfen auf sie. Die Dame ist eine Interpretin, die hat ihre Berechtigung. Und wenn ich mir die Duette mit Andreas anhöre, da sage ich, hey, was willst du mehr? Pure Country-Musik. Perfekt. Ja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch nach Österreich. Ihr hattet da ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube auch, dass wenn die Common Limits letztes Jahr gewonnen hätten, wenn eben nicht dieses Optische noch dazu gespielt hätte. Sie hat toll gesungen, ein wunderschönes Lied, verdient der erste Platz. Aber ich glaube, wenn dieses Bild nicht gewesen wäre, lange Haare, Bart, wäre wirklich das gewesen, dass wir eine Country-Musik-Nummer hatten. Aber wir hatten ja auch vorher schon, wir haben ja schon dänische Country-Musik-Gewinner, was viele Leute gar nicht wissen. Und das zeigt aber, da passiert was. Und gerade in den Niederlanden ist Country-Musik mit Savannah, mit Common Limits, eine Musik, die angekommen ist in der breiten Masse. Und das erhoffe ich mir eben für den Rest Europas auch.